Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Half-Life 2 Episode 1. Wir sind hier mit dem Zug abgestürzt, mit dem Zug entgleist und sind vor den Stalkern so gerade eben entkommen, also entkommen in Anführungsstrichen. Die sind immer noch gefangen, aber die haben uns einen kleinen Schrecken beim letzten Mal eingejagt. Weshalb erzähle ich das jetzt alles noch im Pausenmodus, weil es gerade relativ laut war und die schreien nämlich immer rum. So, und jetzt geht's auch weiter. Ihr hört es. Sieht man die noch? Da oben ist noch eine eingekapselt, aber sehen tut man sie leider jetzt von hier aus nicht mehr. Naja, aber ihr könnt euch einfach die letzte Folge anschauen, da werdet ihr es ja ganz genau sehen. So, und jetzt wird hier auch schon wieder geladen. Ja, es ist einige Zeit her, dass ich aufgenommen habe. Das werdet ihr nicht wissen, aber ich war 3 Wochen in den USA und kann jetzt endlich auch mal wieder eine Folge aufnehmen. Genau. So. Well, this might not be as easy as I thought. We're in the same boat as the other evacuees now. On foot to a train station. Let's head for the surface. Ja dann, das wird bestimmt ein Spaß, wenn wir jetzt zu Fuß dann zu der Bahnstation müssen. So, gucken wir mal. Ist natürlich super, dass ich keine Waffe habe, um mich zu verteidigen adäquat. Ja, gut. Aber solange... Naja. Das ist auf jeden Fall der Turret. Ach so. Oh, okay. Aufgefahren. Ja, die haben so lange rumgeballert, dass sie inzwischen keine Munition mehr haben, die Türme. Das ist natürlich relativ krass grundsätzlich. So, dann schnappen wir uns mal die hier. Ach, guck mal. Hey. Ja, komm, für dich verbrauchen wir keine. Zack. Du bist auch so. Oh, huh. Naja, du machst das schon. Komm. Ein Tod! Ja, krass. Sweet. So, noch einer? Ja, komm. Der steht nicht nochmal auf. So, was haben wir hier? Na, hier ist natürlich mal wieder großartig. So ein Moped hier reinzugehen, ist natürlich irgendwie nicht so clever. Gut, da sind dann auf jeden Fall schon mal keine Gegner. Turret Ping. Was ist denn jetzt passiert? Huh. Was passiert denn da? Ja, Dito. Wieder ins Hey. Ja. So, was hab ich jetzt gedacht? Die hat aufgehört zu quatschen, weil ich die Laterne ausgemacht habe. Was ist das denn für eine Scheiße? Okay, da geht's offensichtlich tiefer runter. Genau, jetzt ein neues Feature, nämlich diese Leuchtfackeln, die es ja auch damals in dem alten Teil schon gab, die wir aber nie benutzen konnten. Gibt's hier jetzt auch und wir können die einsammeln und, naja, einsetzen in Anführungsstrichen, ne? Aufheben und dann. Habe ich die Headcrab jetzt gekillt oder wie? Na, wollen wir uns mal hoffen, wa? So, noch eine Headcrab.
Die sind tot. Ja, komm, dann machen wir jetzt erstmal Alex hier auf. Ja, toll, und nun? Ja, dann muss es hier doch irgendwo eine Pistole sicherlich geben, oder? Oder nicht? Ja, wenn es hier Pistolenmunition gibt, dann muss es hier doch auch eine Pistole geben. Ah, noch besser. Na, komm schon. Nice. Ja, komm. Zack. Sweet. So. Zack. Sweet. Ja. Achso. Na, super. Achso. Okay. Ja, Alex. Hey, and you found a gun. Ja, richtig. Ich habe eine Waffe gefunden. So sieht's wohl aus. So, dann sammeln wir den restlichen Quatsch hier auch mal ein. Hier haben wir nochmal so ein Moped weiter. Aber das hebe ich glaube ich gleich erst auf. Genau, hier habe ich noch mehr Sachen. Da kann man ja nichts aufmachen. Okay, ist auch alles zu. Gut, dann heben wir das jetzt an. Wir können das nämlich mal schön. Naja, guck mal. Ja, das ist doch schon mal ganz gut gelaufen jetzt hier. So. Und weiter geht's. Jawohl, Shotgun und noch mehr Shield. Ja. Ja, Fire One Barrel, Fire Both Barrels. Das müsstet ihr ja auch sehen. Rechte Maustaste, linke Maustaste. Einmal wie immer. Kennen wir ja schon. Ah, haben wir noch irgendwas zu werfen, zum Schießen. Oh, so eine Barrel. Ach, guck mal. Schwupp. Ja, das ist natürlich jetzt irgendwie ungeil gerade, weil ich nämlich gleich kein... mein Dingens aus ist. Antlion's here. The Combine's defense field must have collapsed. Okay. Makes sense if it was powered by the Citadel. Greifen die uns denn auch an? Ah, scheinbar. So, dann können wir mal ein bisschen AUX regenerieren. Ach ja, naja, das machst du schon. Meine Güte, ja, Alex, ruhig, ruhig. So, weiter geht's. Ach, guck mal. Ah, aber der ist tot. Okay. Was haben wir hier? Hier ist auch alles dicht. Kann man ganz hier reingehen. Okay. Is that? Hmm. A combine zombie. Hmm. That's like a zombine. Zombine. Zombine, get it? Alex ist zu geil. Zombine. Oh, guck mal. Look out! It's got a grenade. Ja. Schwupp. Natürlich bitter, jetzt hat es sich selber in die Luft gejagt. Aber ihr seht, die Viecher können schon ganz schön fies werden später. Weil so ein sich selbst in die Luft jagendes irgendwas hat was. So, nochmal kurz hier Energie regenerieren. Dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Na, da ist... Gucken wir jetzt hier mal. Naja, ah, direkt zwei, ja sicher. Ah, guck mal. Und Musik setzt ein. Ah, die kämpfen erstmal schönartig gegeneinander, das ist schon mal nice. Ey. Die standen nebeneinander. Oh. Oh oh. Zack, sehr schön. Ihr seht, die halten deutlich mehr aus, die Viecher. Die sind mal alles andere als leicht zu killen, so wie die normalen Zombies. Oha. Aua. Scheiße.
Ja, das war natürlich nicht gut. Ich habe mir jetzt ordentlich Schild selber gezogen. Also wieder clever. Aber gut, oh oh. Mist. Muss man wechseln. Ist hier noch einer? Nein, alle tot, okay. Der ist schon platt. Hm. Welche Aufregung hier. So. Oh oh. Was passiert hier? Easy going. Meine Güte, wo kommen die denn? So, kein Problem. Aber wie geht's denn jetzt weiter? Wir haben ja die. Achso, warte mal, dann ist die Tür wahrscheinlich jetzt offen, ne? Müsste ja jetzt. Da kommen die ja wahrscheinlich jetzt auch gerade raus. Gehe ich mal von aus zumindest. Dann wollen wir hier auch nicht länger bleiben als unbedingt nötig, nicht wahr? So. Ja. So viel zu dem Thema. Das. Ja komm, Schützlein. Hey, hey. Noch mehr? Drecksviecher? Hm, hm, hm. Sweet. Sehr gut, sehr gut. Alles gut. Guck mal, jawohl. Noch mehr Shield. Alles. So, dann kann es ja weitergehen. So, wo sind wir denn jetzt hier? Das sieht ja aus wie so eine Tiefgarage oder so. Oder eine Garage, nicht Tiefgarage, sondern eine Garage. Oha, Ambulance. Ach ja, ich erinnere mich. Ja, ich erinnere mich. Hier mussten wir nämlich, genau, nämlich Autos reinschieben, dann kamen die Viecher dann nämlich nicht raus. Und dann war es das auch. Hehe, Mistviecher. So, dann machen wir mal auf. Gucken wir mal, dass da nicht zu viele Gegner durchkommen. Ja, ich sehe schon. Ah, mein Stress kommt aus. So. Huch. Huch. Reicht so ein Fahrrad nicht? Ne, scheinbar nicht. Sehr gut. Ah, da hinten ist noch was angesprungen. Okay, schade. Ich werde ja bleiben. So, hier scheint auf jeden Fall schon mal kein Ameisenmöwenloch mehr zu sein. Das ist schon gut. So. Da, 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 da. Aha. Wo? Ah, da, okay. Aha. Nice. So, da kommen noch mehr. Glück gehabt. Das war knapp gerade, das war ziemlich knapp. Aber gut, läuft. So. Meine Güte, ey. So, haben wir jetzt noch nicht alle, aber fast alle. Alex, du lebst noch. Gut, haben wir jetzt hier, die sind auch eigentlich alle. Was war das? Oh, da lebt ja wohl noch einer. Naja, gut. Dann gucken wir mal. Hm?
Westen. Komm, zügig. Zack. Sweet. So, da stehen wir hin. Oh oh. Ja. Ja, wir sind noch da. Wir sind noch da. So, hier hochgehen bringt nichts. Ja, ein bisschen Munition, wenn man. Ja. Oh oh. Ja, ganz nice. Zack. 20 Schuss. Sweet. So, und ich glaube, an der Stelle verabschiede ich mich jetzt auch erstmal wieder. Hui, ja, es geht spannend los hier bei dem Spiel auf jeden Fall. Zombies haben wir jetzt getroffen, die schon ziemlich stark sind. Das sind schon mal Gegner, mit denen man arbeiten kann. Und ja, mit der Erkenntnis würde ich mich erstmal wieder verabschieden. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Tschüss.